Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy X HD Remastered. Sind alle fertig? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Noch nicht oder ja, bereit? Ich würde mal sagen, ja. Die große Offensive der Bürgerwehr beginnt jetzt. Mr. Kinnock, please. Schwing deinen fetten Arsch hier runter. Will Sin come? Sin always returns for its spawn. To make sure, we're going to encourage them to call out to it. You won't have to. It'll come. I remembered Orin telling me. Sin is my old man. Sin is Jekt. Ihr müsst den Käfig schon sichern, ihr Idioten. Dann lassen Sie die Tür auf. Das ist der hübsch aus. Ein großer Skorpion oder sowas. Sinchubigi. Okay. Das könnte jetzt interessant werden, definitiv. Einfach mal Magiebrecher anwenden. Fuck, die Sau blöd. So the arms are for defense. Okay, zuerst die Arme. Das war viel Schaden. Ich würde mal sagen, wir gehen auf den linken Arm, beziehungsweise den rechten Arm. Weiß man nie. Machen wir Orin ein bisschen schneller. Der Kopf macht eine verdächtige Bewegung. Oh oh. I'll cast a spell at its head. Shit. Der Boss kommt vor Lulu dran. Walker, kannst du da was machen? Versetzt für 3 Runden in Blind und der Blindschock versetzt fast immer für 1 Runde in Blind. Der 4000 OP. Friss! Er ist immun gegen Blind. Verdächtige Bewegung hat aufgehört. Okay, also wenn er sich verdächtig bewegt, einfach mal kurz drauf zaubern und dann ist gut. Oder drauf schießen. Puff! Ein Arm weniger, mein Freund. Okay. Das macht zu wenig Schaden. Wo ist Meister Orin, wenn man ihn braucht? Da ist er. Wie schnell er mit dem Hastdorf nach vorne stoppst. Das war viel Damage. Lulu, du bist die wichtigste Person in dem Fight. Definitiv bist du das. Ach, nee, ich brauchte. Es geht sich sonst rein rechnerisch nicht auf. Kopf macht einfach dich die. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, dass die Arme nachwachsen an der Zeit. Okay, es wird Zeit, Tidus auszuwechseln gegen Yuna. Ich muss unbedingt mein Team retten, hä? 12.000 hat der Körper.
Lulu geht über da auf den Kopf. 12.000 können eine Zeit lang dauern. Gravitas. Braucht unbedingt so ein Gruppenheilspell. Okay, es wird der Zeit, den Stick zu drehen. Im Uhrzeigersinn diesmal. Ach, viermal. War jetzt aber nie so wirklich viel Damage. Auf zu wackeln. Das mag ich nicht. Muss doch nicht sein, oder? Oh, dann ist Ausschnitt so angeschlagen. Kopf dürfte auch gleich per se sein. Noch ein Spell und ist weg. Auf. Was hat Lulu eigentlich unter Spezial? Achso, sammeln. Okay. Boom. Die Bewegung. Du mit deiner blöden, verdächtigen Bewegung. Ich brauch unbedingt Gruppenheilung, ey. Ja, shit. Kann ich dir trotzdem den Kopf wegblasen? Geht das? Jawohl. Ach, die Schnauze wird jetzt grau. Warum auch immer. Kann ich auch nicht mehr anvisieren. Soll mir eigentlich ganz recht sein, wenn ich ehrlich bin. Da muss ich mich wenigstens mit diesem Kopfschaukeln dann nicht mehr befassen. Moment, das müsste ja auch bedeuten, er kann nicht mehr zaubern, oder? Weil die Blitze kamen eigentlich immer von der Schnauze. Dafür fresse ich auch mal sie Damage. Beziehungsweise Oren. Ein Protect-Spell wäre auch mal ganz nett. Aber das kommt alles erst später. Und ich müsste euch jetzt schon haben. Hat immer noch 8000 Lebenspunkte. Ich meine, es ist nicht der schwerste Bosskampf, aber es ist ein bisschen tricky. Besonders wenn man unterlevelt ist oder sowas, dann kann man ziemlich schnell down gehen. Er kann immer noch zaubern. Das hat mit dem Kopf nichts zu tun. Weißt du was, mein Freund? War das oder Ifrit? Ifrit! Aber es leuchtet mir immer noch nicht ein. Wie komme ich auf die dumme Idee, dass ich Sinnschuppen sammle, die einsperre und die dann quäle, dass das Muttertier auftaucht? Ja? Wenn das wirklich so ist, dass Sinn die ganzen Schuppen einsammelt, sollte ich dann nicht die ganzen Schuppen einsammeln, auf dem Boot parken und die so weit wegfahren von der Zivilisation, wie es geht? Wahrscheinlich werde ich dann auf der hohen See irgendwo gefressen, aber trotzdem. Auf jeden Fall ein besserer Plan als der hier. Ich denke, das wird Ifrit nicht überleben, oder? Ifrit, komm zurück. Zurück in deinen Pokéball. Gott, das Viech haut rein mit den 600 Schaden, ey. Juno ist auch fast tot. Lulu ist fast tot. Lulu ist tot. Das hat sich gelohnt. Ausgerechnet sie. Weil Fadis wäre vielleicht die beste Alternative gewesen, also Flug. Aber Eon ist, hätte vielleicht nicht so stark erwischt, wenn überhaupt.
Cool. Muss ich erstmal Yuna heilen, sonst ist sie komplett tot, wenn er angreift. Nimm du mal eine Potion. Ich muss auch irgendwie wieder Tidus mit aufs Schlachtfeld bekommen, dass der buffen kann. Wirklich? One-Hit? Alter, das ist ja nicht mehr feierlich, was du da treibst. Ich sollte echt mal meine Gruppe besser buffen. Ekstase. Geht das auf alles? Ja. Das ist super. Mach haufenweise Damage, Orange, wa? Super! Boah. Boah, das war nicht so viel, aber es war immerhin etwas. Yuna ist schon wieder halb tot. Ich komme aus dem Selfie nicht mehr raus. Ich bin da so im Zyklus gefangen irgendwie. Tu deine Patschi-Händchen da weg. Komm aus dem Ressen nicht mehr raus. Und Yuna gehen die MP aus. Lulu sieht auch schon nicht mehr so frisch aus. Wir müssen dem Vieh endlich mal Schaden zufügen. Zumindest ein bisschen. Orin frisst am meisten. Orin frisst am meisten. Ich bin auch dämlich, ich hätte mal den Kraftbrecher hernehmen sollen, ne? Das wäre vielleicht gar nicht so dumm gewesen. Nein. Mach's halt noch ein bisschen spannender. Tex, Kraftbrecher, go. Sei bitte nicht immun dagegen. Es ist nicht immun dagegen. Hätte ich das doch mal eher gemacht. Sind die blöden Arme. Hat Orin nicht irgendwo Bodyguard? Ja. Vielleicht geht das wieder nur noch auf dich. Hat er das jetzt benutzt oder nicht? Das sah so nicht benutzt aus jetzt irgendwie. Kann mich aber auch täuschen. Zumindest regeneriert sich der Kopf nicht mehr. Das ist schon mal super. Das ist so viel Damage. Wartet mal, ich muss für eine Runde zumindest Tidus reinholen. Hast. Nach deinem Tod dürftest du das nicht mehr haben. Definitiv nicht. Wie schnell der vorantrappelt. Ja, Warren kann die Arme alleine managen mit Ast, das ist kein Problem. Es geht schon. Irgendwie zumindest. Warren darf gleich nochmal, das ist super. Der Boss kommt sich doch auch verarscht, oder? Wenn er die ganze Zeit diesen kleinen Mann da von links nach rechts laufen sieht. Item. Muss ich doch mal eine Mega Potion benutzen? Die lohnt sich aber nicht. Die High Potion lohnt sich für Orin, ja? Weil er fast 2000 AP hat, der Gute. Aber ansonsten. So, Ärmchen weg. Schwarzmagie, Feuer. Viel HP kann er nicht mehr haben.
geht dort wohl. Also hat der Bodyguard doch irgendwas bewirkt. Komm, verreck! Endlich! Ja, ist nicht hundertprozentig so einfach, wie es aussieht. Ich hoffe mal, das Vieh hat genug geschrien, damit Sinn kommt. Schrei noch ein bisschen mehr, komm. Schrei für Papa. Apropos Papa. Da kommt er ja. Daddy. Eine Stadt auf dem Rücken. Ich sehe 100.000 tote Chocobos. Guck mir das nicht an. Die haben nur auf seine Panzerung geschossen. Oh. Warum sind wir eigentlich nicht tot? Wenn die Schockwelle alles auflöst. Hat Simon uns etwa geholfen? Warum kitzelt er dem Vieh? Oder warum kitzelt er das Vieh am Bauch? Bei der Macht meiner blauen Haare werde ich dich bestrafen. Stand back, Lady Una. Yes. Ah, oh, hat er einen tollen Fächer. Klingt das Vieh immer noch. Ich denke mal, dass er ziemlich krankes Spells hat, oder? Der ist in unserer Party. Guck mal auf den MP-Counter. 999. Schwarzmagie. Feuer, Feuer, Wasser, Eiser, Weißmagie, Vita, Explitz, Extra, blablabla. Item. Ach, beschwören kann er gar nichts. Ich soll es nicht beschwören. Ach, ich kann gar keine anderen Teammitglieder jetzt ins Team mit aufnehmen. Analyse. Vitra hat er auch noch. Ja, der macht so viel Damage, der. Zentrum hat nur noch 6000, ja, der Zauber 3, 4 Mal, dann ist Jut. Was ich jetzt mit Juno machen soll, weiß ich jetzt gar nicht, weil irgendwie jeder volle AP hat. Außer Juno und Oren. Gut, dann heile ich noch eine Runde. Schwarzmagie, Feuer, passt. Was ist mit Sinn? Warum schießt er nicht nochmal und radiert uns aus? Aber wenn hier wirklich die ganzen Behausungen, die ganzen Zelte, Baracken, alles zerstört ist, warum leben wir noch? Hätte es uns nicht auch zerfetzen müssen? Noch zwei Spells und ist er tot. Komm,
könnte, weil es egal ist. So ist der Bosskampf ziemlich easy mit ihm. Das dürfte es jetzt eigentlich gewesen sein, oder? So ist es. Synchopegi vernichtet. Was? 7 und 6 Level. Alter Schwede, Level 1 Theropass, 6 Mal einen Schlafband. The others. Welche anderen? Ah, die anderen. Sind alle tot, Yuna. Sieht aus wie so ein großer Wal. Ach, das ist die Geheimwaffe. Das wird nichts bringen. Ich möchte gern Tesla-Spule. Hätten wir mehr solche Türme gehabt, hätte es funktionieren können. Nur Tod und Zerstörung in dem Spiel, das macht mich depressiv. Das letzte Mal noch einen schönen romantischen Sonnenuntergang und jetzt tote Chocobos. Super. Die Chocobos. Ja, Tides, denn Daddy hat einiges mehr drauf als du. Das muss ich jetzt schon mal sagen. Eieiei. Das ist wirklich nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Der kleine dicke Mönchmann hatte recht. Der hatte hundertprozentig recht. Ist einfach nur. Dein Körper ist noch warmer ohne Atem. Sind die Augen starren in den Himmel. Als ob er noch schlafen würde. Er hatte wohl keine Zeit mehr, Schmerz zu verspüren. Aber in der Cinematic sah es doch so aus, als hätte sich alles aufgelöst, ja? Also die ganzen Chocobos und die ganzen Leute, die haben sich alle aufgelöst. Das sind ja nicht einfach so gestört. Sind wir hier. Sind wir hier. Sind wir hier. Gott verdammt. Und du wolltest kämpfen, pfff. Mädchen. Und jetzt geht er einfach wieder. Warum hat jeder Typ in dem Spiel so einen Drang zum Selbstmord? Steht das noch nicht so ganz? Everyone, stand back. I'll summon. You won't hurt it. Your powers are still too weak. But I must do something. Wirf dich in den Stab und Wein. Koch und Suppe. You can't.
Ich möchte nochmal darauf hinweisen, geht nach den Untertiteln. Nicht nach dem Gesprochenen. Und wieder ein Beweis, Tidus braucht keinen Sauerstoff unter Wasser. I have no idea what I was thinking when I ran after Sin that day. Before I knew what I was doing, there I was, chasing him down like a thief at market. Maybe I was angry. Maybe I wanted to go home. I kept thinking of Xanarkand and my old man. Warum willst du zurück nach Hause? Spyro ist so viel besser. Da gibt's Chocobo, Sandstrände, ein Paradies auf Erden und er will zurück nach Xanarkand. Wo zum Teufel sind wir? Oh, das sind die Leute, die alle gestorben sind. Und der Junge in der Kapuze. Blitzball. Blitzball ist die Antwort. Mit Blitzball können wir Sinn besiegen. Das ist seine Schwäche. What? They say you don't practice anymore. That you're gonna retire. Let them talk. I'm still the best. They say you're no good because you drink all the time. I can quit drinking whenever I want. Then do it now. What did you say? You just said to Kim. Tomorrow, maybe. Why not today? Why do today what you can leave for tomorrow? There he goes again, crying. Ja, nehmt euch Jack als Vorbild. Perfekte Kindererziehung. I thought I sensed my old man there. Somewhere. Or maybe it was just Sin's toxin playing tricks on my mind. Was zum Teufel war das? Message Buffalo? How many died today? People die and Yuna dances. When will she stop dancing? When will it stop? Das hört erst auf, wenn die Leute nicht mehr so doof sind, ihr Leben wegzuwerfen. Not until Sin is gone. Dance, Yuna, dance. Those were my thoughts then. I think. I see you're still here. Huh? Many stories ended here today. But yours goes on, I see. What? Sin had come and gone, but I remained here. Das hast du sehr früh erkannt, Tidus. Muss ich jetzt schon mal sagen. Liegt am Buch? Ah ne, ein Stück Treibholz. Liebe Leute, wie es weitergeht bei Final Fantasy X HD Remaster, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wir waren die Glücklichen, wir haben überlebt. Ob das jetzt wirklich ein Pluspunkt ist oder nicht, das erfahren wir das nächste Mal. Ich bin Anna Zarkon, bleibt mir wundervoll, bleibt mir sexy. Ich sage wie immer, stay tuned. And so.